Ja, hallo lieben, Christian Schemmer, Paterpoor, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Heute mal wieder habe ich mir wieder ein Beispiel genommen aus dem Trash-TV, um mal schlechtes Dating zu demonstrieren. Diejenigen, die völlig ausrasten, wenn ich mal einmal irgendwas anderes mache als das Übliche, einfach weiterklicken, das nächste Video anschauen. Und ansonsten gucken wir uns das mal an. Das ist Ex on the Beach. Kann man auch, ich packe mal einen Link hier drunter, läuft auf RTL Plus, kann man sich da anschauen in der Mediathek. Und es geht auch, es spielt auch nicht so eine Rolle für diesen Ausschnitt, aber es geht halt darum, dass auf irgendwelche, man trifft auf irgendwelche Exen, versucht gleichzeitig neue Beziehungen zu knüpfen. Und ja, wir haben hier einen Dating-Versuch, den wir gleich sehen werden, zwischen der Carina und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der andere Typ heißt. Und da gibt es noch einen dritten im Bunde, den Yasin, also einen sehr polaren Mann, den die Carina auch interessant findet, aber den sie interessant findet, obwohl er eine Nacht vorher mit noch einer anderen Frau Sex hatte. Trotzdem findet sie ihn interessant, weil er einfach ja, wahrscheinlich irgendwie Bad Guy Vibes hat, in seiner, komplett in seiner Polarität ist. Und jetzt geht es aber nicht richtig weiter bei Yasin und Carina. Und jetzt kommt ein anderer Mann, der das, was probiert, was einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, das sind so Sachen, die Männer oft falsch machen. Und wir gucken uns das einfach mal an. Carina auch. Bist du offen für Neues? Ja, klar. Das heißt, man kann bei dir auf Attacke gehen. Na, wenn du den Korb vertragen kannst, kannst du dann rein. Ja, also schon der ganze Start geht komplett daneben. Sie sagt eigentlich sofort, hey, ich habe kein Interesse an dir. Und anstatt dann aufzuhören, macht er immer weiter. Und er macht auch einen Riesenfehler, dass er mit der Tür ins Haus fällt. So, ne? Es ist nichts Subtiles, was Frauen lieben, was Männer auch lieben. Nichts Subtiles, gleich, ich stehe auf dich. Das ist wirklich wie, weiß ich nicht, Schulhof-Dating, keine Ahnung. Man echt nicht weiß, was man tut. Und das ist ganz cringe. Komm näher. Dieser Kopf hier, der funktioniert zwar nicht immer, aber der hat immer einen Plan, irgendwie so parat, ne? Du gibst noch gar keine Signale, so was. Ich habe auch keine. Du hast wenn keine ich welche habe, dann gebe ich die. Ja, wieder in the face, also reagiert überhaupt nicht auf ihre Grenzen und das ist natürlich für jede Frau echt ein riesen Abtörner, wenn sie Grenzen setzt und er, also dieses Bedrängen von Frauen, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt hier Kontext, wo es ja auch nicht funktioniert, aber gut, es ist einfach, man abgesehen davon, dass diese Grenzen der Frauen nicht respektiert werden, irrsinnig ineffektiver Dating-Stil. Zwischen Carina und mir ist was in der Luft. Die haut den Jagdinstinkt in mir raus und ich schaue sie immer wieder an, nur so kurz so. Ohne zu reden. Und ich bin mir 100% sicher, sie fühlt und weiß, was ich meine. Ja, und hier ist der Yasin, ich meine, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber komplett in seiner Polarität und schafft es wirklich, zwei Frauen da parallel zu handeln. Und das ist für viele Männer, glaube ich, auch echt frustrierend. Also nicht, dass alle Frauen jetzt so sind wie die Carina, aber frustrierend zu sehen, dass manche Männer sich alles rausnehmen können. Und sie kommen damit klar und sie klären einen nach der anderen. Und die Netten, also er ist ja auch nicht nett hier, der andere, aber also die Netten kriegen nichts ab. Und die Leute, die künsch, also die sagen, ich sag doch jetzt einfach, was ich will, ne? Kriegen auch nichts ab, ne? Weil es einfach kein polarer Vibe ist, ne? Es wirkt einfach needy, aufgesetzt, cringe und ja, und das ist auch nicht, dass die Frau auf den Mann zukommen kann, ne? Der Mann neckt vielleicht ein bisschen, sendet ein paar Signale, aber das wirklich Dating ist ganz oft, die Frau signalisiert den Mann und der Mann macht es dann irgendwie klar, aber hier gibt es keine Signale, ne? Das ist genau das Gegenteil von Signalen. Was willst du? Mein Frieden, ich sag's dir einmal, mein Frieden. Du hast den Frieden meine mit Sonne. Mir. Du hast den Frieden mit mir. Du bist einfach sehr egal. Ich möchte dich auffressen, Mann. Wer sagt sowas? Ich könnte dich auffressen, ey, das ist wirklich. Oh Gott. Boah, ich bin echt gut drauf. Aber ich weiß nicht, wie du tickst. Nein, ich will dich nie auffressen. Ich bin absolut nicht hungrig gerade. Ja, muss man ein bisschen probieren bei jemandem. Ab
Abtörner. Jede Frau wird mich jetzt verstehen, aber wenn ein Typ da sitzt und sagt, du hast mich noch nicht ausprobiert und ich würde dich auffressen. Ja, ist einfach absolut cringe, peinlich und wie kommt man da drauf, dass sowas funktioniert? Also ich weiß es nicht, also vielleicht weiß es einfach nicht besser, aber also Leute, wenn ihr auch so datet, macht die fucking Datingkurse bei mir, wirklich. Das aber auch. Ich sag nicht, dass du es bei mir probieren willst. Bei wem denn? Wer sagt, dass ich ja bei sagen würde? Bei ihr, ach so. Wer sagt, dass ich ja sagen würde? Und dann dieses, meinst du, ehrlich, du könntest mich rumkriegen, wenn du das wollen würdest? Okay. Denkst du auch so easy zu haben, Dominik, ist nicht so easy, klar? Ja. Yeah. Wenn du wollen würdest oder so, ist nicht so easy. Wünsch mir erst kein Korb, meinst du? So, jetzt hat er gerade gesagt, er will sie ja unbedingt und kommt total needy rüber und jetzt sagt er noch, ah nee, vielleicht will ich ja nicht. Also das ist einfach aufgesetzt, uncool, hat keinen Vibe irgendwie, das ist wirklich Gegenteil von guten Dating. Denkst du nicht? Weiß ich nicht. Ja, wenn die Bock hat, habe ich auf jeden Fall auch Bock. Jetzt sofort in der Raucherecke. Du willst deine Zigarette wegschmeißen und sofort. Also bitte, offensichtlicher ging es ja nicht. Ja, auch hier sieht man wieder, dass dieses wenn Männer so offensichtlich sind, das hassen Frauen. Ne? Also es ist einfach so, sagt die Forschung auch, Männer, deren Emotionen ein bisschen unklar sind, sind attraktiver als Männer, die so sich so auskotzen wie hier. Bleibt interessant zwischen uns beiden. Ja, ist das so? Ja, auf jeden Fall. Aber ich bleib noch ein wenig geduldig, ich will ja nicht zu aufdringlich sein. Ja, er ist gar nicht aufdringlich. Und ja, mal sehen, was passieren wird. Von wem geht jetzt der erste Schritt? Gar keiner. Mein erster Schritt ist jetzt ins Ankleidezimmer, um mir eine Jogginghose anzuziehen und meinen Arsch verdecken, weil die alle nicht mehr ins Gesicht gucken können. Arsch verdecken. Aber ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Also, jetzt wird immer noch nicht die Grenze respektiert und dann sagt er auch noch, von wem geht der erste. Also ich meine, abgesehen davon, dass das überhaupt nicht passt, hassen Frauen es auch, wenn Männer nicht einfach, ich meine, gibt es überhaupt keine Signale, aber wenn Männer nicht einfach machen und nachfragen und deswegen auch ist dieses Ganze nach Konsent fragen, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Also, aber gut. Das Peinliche ist auch noch, dass er dann, dass dann rauskommt, dass er wirklich exakt die gleiche Masche mit einer anderen Frau probiert hat, das kann man natürlich noch schlechter an, aber auch hier sieht man wieder, wie, das finde ich, sind diese Dating-Formate immer gut, also so aufgesetzt sie vielleicht auch sind, dass man so sieht, ey, wenn du so in deiner Kraft bist als Mann, steht dir die Welt offen, wenn du nicht in deiner Kraft bist, kannst du auch gut aussehen, die sehen ja alle gut aus, es bringt einfach praktisch gar nichts, ne? Also das ist für Männer echt das A und O. Ja, wenn dich mehr interessiert, was Polarte dann hier ist, gucken die Datingkurse oder mein Buch kommt im Herbst raus, Feuer und Flamme und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.